Recht herzlich willkommen zur 194. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal hier unten das neue Wohngebiet gebaut, wo hier der Friedhof keinen Strom hat, wie man gerade sieht. Aber naja, die Wegbeleuchtung, die kann ja auch später kommen, denke ich mal. Wir hatten hier noch den angepackt. Okay, da müssen wir mal schauen, wie das jetzt so weitergeht. Hatten wir alles ausge... Ja, mal gar nicht. Wenn wir das nicht haben, dann ist es auch nicht möglich, dass da sowieso Strom hinkommt. Machen wir das mal da noch hin, denke ich. Auf jeden Fall hier. Vielleicht hier nicht, aber da ist ja dann auch schon verbunden, wenn es sein muss, ne? Ist die Frage, wann die dann da einziehen, ne? Aber auf jeden Fall Wohnraum ist gefragt. Ja, ist die Frage, komm, machen wir hier so noch flach. Die lassen wir mal weg. Ja. Ist hier hinten schon was? Ne, das ist der Knast. Ne? Ah, hier, doch, hier sind schon zwei Gebäude hingekommen. Sehr interessant. Mhm, die bauen schon. Das ist sehr schön. Ja, jetzt müssten nur noch Wohnhäuser kommen und so fort und so weiter. So, da fehlt der Strom. Wasser war ja da, ne? Ja, was haben wir gemacht? Ja, Strom. Ist aber auch nicht verkehrt, wenn wir den Strom mal gerade... Da ist ja schon was. Hier rüberziehen, ne? So. Dann haben wir da auch Strom. Guck, da wird schon gebaut. Gegenüber vom Friedhof, weil es so schön ist. Oder wie ist das? Ja. Ja, lassen wir mal so stehen, wie es jetzt ist, oder? Gut. Wohnraum ist da, es zieht aber keiner ein. Wasser haben sie. Und die Rotkehlchenresidenz. Sechs Erwachsene sind da schon eingezogen mit sechs Kindern. Krass. Und alle sind ungebildet. Okay, hier ist jetzt noch keine Verbindung, ist klar. Das passiert erst, wenn ein Haus hinkommt. So, die meckern, weil sie keinen Strom haben. Ist jetzt die Frage, wann sich das ergibt da, ne? Ah, guck, hier hat schon der erste Baustelle auch seinen Weg gefunden, weil wir da wahrscheinlich Strom hingemacht haben, ne? Genau. Die Hochhäuser wachsen da, weil da Strom kommt. Dann dauert es ja auch nicht ganz lange vielleicht, bis da, da wird auch schon eins aufgebaut. Dann kommt das bald, dass das hier zusammenwächst und dann haben die da auch Strom, ne? Ja, ich glaube, da brauchen wir nichts machen, oder? Da wird sich das nächste Häuslein irgendwann auch bauen. So. Da fehlen Arbeiter. Da geht Strom hin, da geht er quer rüber. Interessant. Ah, da ist schon was noch zu bearbeiten. Das können wir jetzt auch alles gerade machen. Kein Platz mehr, leeren. Und die haben wieder Platz. Räumung beendet. So, die sind alle fertig, ne? Der da hinten, was hat der für ein Problem? Gebäude leert sich, okay. Und das auch. Und die sind aber alle abgeschaltet hier. Ein paar leeren sich noch. Das ist auch gut so. Gucken wir gerade noch nach anderen orangen Symbolen, dass wir die finden. Hier sieht aber alles gerade gut aus. So, wie sieht es hinten aus, wo die zweite Deponien haben? Hier, die sind noch alle am Arbeiten. Okay. Dann können wir gerade hier auf Gesundheit gehen und auf die Friedhöfe und die gucken wir uns mal lieber nochmal gerade genauer an. Da wird gerade keiner abgeholt, deswegen sind die rot, ne?
Hier ist nebenan direkt ein Friedhof, passiert aber nichts, das ist schade. Hier ist aber einer, der behandelt werden kann. Dann geht's wieder weiter. Okay. Hier sind noch ein paar Feuerstellen. Da ist auch einer fertig. Dann können wir den auch wieder öffnen. Okay, weiter gucken. Und hier hinten war der, den wir schon räumen. Soweit sieht das gut aus. Hier läuft alles, würde ich sagen. Okay, das ist okay. Jetzt gucken wir nochmal nach unserem Gebiet, was wir neu angelegt haben. Wo war es? Hier ist es. Ah, ich glaube, stromtechnisch sind wir da jetzt verbunden. Genau, dann geht das auch. Hier fängt es auch zu, dann wird das was. Jetzt mal nochmal den Lagerplan rauschecken. Okay. Dann können wir hier auch noch ein paar mehr machen. Das ist auch nicht verkehrt. Wir brauchen ja noch, wie man da unten sieht, Wohnraum. Dann wollen wir den auch noch zur Verfügung stellen. Hier hinten haben wir ein Ding ins Kommerz hingemacht. Okay. Dann mach den mal weg. Mach die mal weg. So, Kommerz ist ja auf der ganzen Straße hier, ne? Ist dann zu überlegen, was wir da noch machen, ne? Aber Arbeitsplätze brauchen die auch. Obwohl, wir hatten ja hier zum Beispiel irgendwo einen, wo da was fehlte, ne? Hier gab es ein Feuer oder brennt immer noch. Da kommt aber gerade die Feuerwehr. Okay, der Müllwagen muss woanders lang. Das ist sehr interessant gemacht. Gut, das Haus ist gerettet wohl. Dann brauchen wir da auch nicht weiter was machen. Das hat geklappt. Hier ist noch ein Grundstück frei, keine Ahnung wofür. So, machen wir das wieder aus. Sieht man trotzdem keinen Unterschied, weil dunkel. Ja. Was ist das denn jetzt hier? Ein neues Symbol, Parks und Plätze? Okay, ach ja, da gab es eine Erweiterung, die damit zu tun hat. Und deswegen ist das wahrscheinlich dann auch hier refreshed worden, ne? Okay, ja, Pavillon. Klassischer Pavillon mit Kupferdach. Kannst du überall hinstellen. Ja. Da ist doch Platz, dann machen wir den noch dahin, oder? Ein Mülleimer. Ein großer Springbrunnen, oh, der ist aber groß. Haben wir denn hier den Bahnhof? Der war doch hier irgendwo, ne? Ist da irgendwo eine Möglichkeit, einen Springbrunnen noch hinzukriegen? Ja, weniger, ne? Da ist eine Freifläche, dann lassen wir das. Ist jetzt auch nicht relevant. Ja, hier fehlen die Arbeiter, aber die ziehen ja jetzt hier ein, ne? Oder? Kommen ja immer mehr. Hier die Blocks wachsen. So, hier sehen wir auch, wie wir da schon sind. Guck mal, hier gibt es sogar eine Brücke darüber mit dem Strom. Das heißt, das wird hier im Viertel auch mehr. Läuft, würde ich sagen. Strom ist noch gut, wie wir gerade sehen. Wie sieht es überhaupt mit Wasser aus? Auch passend. Müllabfuhr. Ja, ist auch gut. Gesundheitsbestattung haben wir. Gesundheitswesen ist auch gut. Ein paar Kranke braucht man halt, ne? So, jetzt ist hier die Frage. Hier sieht es natürlich ganz schlecht aus gerade, ne? Mit Feuerwache und so. Vielleicht setzen wir die hier irgendwo an der Kreuzung. Zack. Besser ist das, ne?
Haben wir dann noch Kriminalität, Polizei? Oh, läuft, brauchen wir nicht. Ja, Schule. Schule ist immer interessant. Hier sind ja welche, ne? Da können die auch rüberfahren mit dem Bus dann. Hier hinten wird noch eine hinpassen. Ja, das ist schon schwierig hier, aber... Mal die zur Feuerwache setzen. Geht auch, ne? Ich glaube, so ist mit am besten, oder? Ja, komm, zack, dahin und fertig. Grundschul haben sie. Ja, Oberstufe ist hier hinten einer. Ist aber ziemlich mager da, ne? Hier ist auch schlecht. Aber sonst wäre dann zu überlegen, ob man da noch was bringt, ne? Komm, zack. Machen wir auch schon. Universität. Jetzt habe ich gerade eine zweite Grundschule gebaut, fällt mir gerade so auf, ne? Das war vielleicht nicht so die Idee. Wir reißen mal ab, weil wir wollten eigentlich eher eine Oberschule, ne? So. Hier so hin. Ich denke mal schon, ne? Machen wir. Zack. Uni brauchen wir nicht überall. Hier hinten fehlt sicherlich irgendwo einer, aber wir haben ja da welche, ne? Müssen wir mal gerade gucken. Sind aber ausgewählt. Zwei Stück haben wir. Ist das richtig? Hier ist keiner. Nee. Müssen ja auch nicht alle zur Uni, ne? Da ist aber auch einer. Gut. Busmäßig hatten wir schon angeschlossen, ne? Ja, genau. Das passt. Parks hatten wir drüber gesprochen, ne? Großen Brunnen und so. Was ist das denn? Mülleimer. Sehr interessant. Also ein Riesenspringbrunnen hier, ne? Ja, vielleicht hier so hin, ne? Können wir doch machen, oder? Dafür müssten wir mal gerade das Raster sehen. Okay, da geht ja auf jeden Fall dann ein Springbrunnen dazwischen. Warte mal, lassen wir nochmal. Ne, das Raster. Okay. Der geht da auf jeden Fall hin. Springt der auch oder brummt der nur? Na, schade, ne? Bisschen animiert wäre schön gewesen. Also nicht. Spinnrad. Da kannst du ja jetzt ganz tolle Sachen hier machen, ne? Für Kinder und sowas wahrscheinlich. Biergartenbank. Okay. Noch eine Lampe hin. Ja, das ist das neue Pack, ne? Was ist das? Edle Wippe. Eine Wippe. Ich hätte gerne noch eine Rutsche. Sogar eine Rutschenanlage, wow. Zack. So hat Kinderspielplatz gemacht. Edle Rutschenanlage. Stehender Stein, wow. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Tolles Monument gebaut hier. Zack. Passt. Super, oder? Cool.
freuen sich die Leute, dass wir was anderes haben. Hier ist nur einer, der geht ja nur dahin, ne? Cool. Toller Wohnbezirk hier. Ein Kiosk, cool. Der geht da auch noch rein. Den machen wir da hinten hin. Cool. Läuft. Und das hier ist noch ein größerer, ne? Okay, aber der ist ein Grill. Ja, Grill an der Bratwurstbude ist vielleicht nicht, am Friedhof ist vielleicht nicht so toll. Die Bratwurstbude am Friedhof. Gut, da können wir ja noch so richtig schöne viele Sachen machen. Was ist das? Reiterstatue. Okay. Straßenuhr. Das wäre jetzt noch cool, wenn man eher so auf dem Grünstreifen machen könnte oder so, ne? Und jetzt können da keine Leute mehr wohnen, ne? Wahrscheinlich, oder? Könnte sein, dass das so nicht klappt. Aber nicht schlimm, dann machen wir da nur eine Bratwurstbude hin. Gut. Ja, hier kann man sowas schön machen, ne? Mit der Uhr und sowas, oder? Ja, da kann man das schön noch zwischen machen dann. Passt. Ja. So, Wohngebiet kommt oder kommt nicht? Ja, da ist schon mal was. Ja, doch. Es füllt sich, ne? Bisschen Kiosk ist noch gefragt. Also Kommerz, nicht Kiosk. Den haben wir jetzt auch was angeboten, ja. Das geht so, nee, das will ich dann nicht. Das lassen wir dann so. So. Macht einen ganz guten Eindruck auf jeden Fall. Industrie fehlt uns natürlich, ne? Bürogebäude könnte man hier definitiv hinsetzen, oder? Da mal. Und da auch noch. Zack. Die gehen ja, das kann man ja gut daneben machen. Das stört ja keinen. Das dahin mache ich aber nicht mehr. Gut, dann haben wir die Wohnfläche auch noch. Das ist Gebiet aufheben. Ne, das wollen wir nicht. Dann passt das erstmal, oder? Sind wir in diesem Wohngebiet wieder ein Stück weiter. Nächstes Mal müssen wir wieder weiter gucken. Das war dann vielleicht noch andere Dinge machen. Hier sind wir stehen geblieben bei denen. Was haben wir hier jetzt noch? Ja, Freizeit, ne? Haben wir da gemacht, wird aber gar nicht angezeigt, dass da was ist. Tourismus und Freizeit, was das? Bombastischer Springbrunnenbrunnen. Der passt hier gar nicht so hin, so groß ist der, ne? Da ist noch nix. Ist ein Freizeitwert für die, machen wir da noch hin. Gut. Ja, dann haben wir es erst. Bei Freizeit müssen wir nächstes Mal nochmal einsteigen und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.